Hallo und herzlich willkommen auf Goblinger TV. Schön, dass er wieder eingeschaltet hat. Wir spielen heute wieder eine kleine, feine Runde Machiavelli, wo wir dabei waren, unsere Horrorvilla weiter aufzubauen. Ja, und wir waren ja letztes Mal relativ erfolgreich. Wir hatten zum Schluss auch ein bisschen Besuch. Denn die haben wir natürlich vernichtet, wie es sich gehört, und werden sie jetzt verarbeiten. Ja, da wird schon fleißig gekocht. Sehr schön, so soll das sein. Und verspeist werden sie auch schon. Unser neues Esszimmer wird sehr gut angenommen. Und auch die Küche funktioniert schon sehr gut. Da fehlt natürlich noch der Kühlschrank und vielleicht ein zweiter Smoker. Aber jetzt muss natürlich erstmal der Strom im Haus produziert werden. Weil wir haben ja festgestellt, dass die Lampen sonst nicht funktionieren. Hier ist eine Lampe verschwunden. Die werden wir mal vorsorglich erstmal durch eine Kerze austauschen. Damit wir ein bisschen Licht hier haben. Zumindest so lange, hey, bis der Strom produziert wurde. Die Joanne soll deswegen auch mal zuerst die Lampe bauen. Das wäre ganz wichtig. Ja, können wir einen neuen... Nein, können wir nicht. Wir können keine neuen Monster freischalten. Wir brauchen noch zwei Erfahrungen. Wobei 15 wäre, glaube ich, besser in der Forschung. Ach ne, da brauchen wir die große, deswegen konnten wir die noch nicht, genau. Wir könnten den Besen des Todes vielleicht erforschen oder die dämonische Spitzhacke. Das wäre gar nicht so schlecht. Was machen die? Was macht die denn? Die dämonische Spitzhacke steht hier gar nicht bei, aber ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Neue Opfergegenstände. Die Buchpresse natürlich. Wir wollten dann aber die Heilkapsel auf jeden Fall. Und ganz wichtig, die fortgeschrittene Elektrizität. Genau, das war es, was wir haben wollten. Das hat natürlich auch Priorität. Ja, hier wird fleißig Stromkabel, werden fleißig Stromkabel produziert. Sind die schon alle fertig in der Wand oder was? Nein, die werden nur nicht angezeigt, oder? Ich schau mal gerade, Elektrizität. Ja, okay, ich sehe schon, bis hierhin sind die fertig. Die anderen müssen natürlich noch ein bisschen. Das heißt, könnten wir hier unten ja doch... einfach schon einmal eine Lampe herstellen lassen, weil der Strom bei der Lampe wäre ja fast da. Es wäre also Quatsch, da nicht drauf einzugehen. Das ist ein Opferraum, nicht wahr? Genau, da wird jetzt auch unterschieden. Beziehungsweise, ich glaube, das ist schon länger so. Im Moment schlafen unsere Opfer wieder, jawohl. Das heißt, wir spulen einmal vor. Wir brauchen dringend was zu essen. Ja, da bin ich oben an den Rand gekommen. So, dann können wir auch bald hier einen geheimen Durchgang machen. Dasselbe werden wir hier tun. Das könnten wir eigentlich jetzt schon. Können wir den schon bauen? Mal gerade schauen. Bei Zimmer. Ja, da haben wir die Gegenstände. Das heißt, wir werden das hier einmal löschen. Und dann werden wir hier eine geheime Wand einbauen. Und die soll dann natürlich auch priorisiert gebaut werden. Nicht, dass die Leute in die Speisekammer kommen und sich erschrecken. Das wollen wir ja nicht. Das wäre nicht gut. Jawohl, die Cinder, die schreibt fleißig, der John ist untätig. Wie kommt das denn? Unsere Monster haben wieder Hunger aus irgendeinem Grund. Ach ja, da war die Straßensperre, ich erinnere mich. Wieso ist denn der John untätig? Ach, der hat nichts zu tun. Metall haben wir, Steine haben wir, Feuer löschen ist wichtig. Dann lassen wir ihn doch auch ein bisschen bauen im Moment. Und dann stricken wir, nachdem hier alles fertig gebaut ist, das wieder nach und nach um. Und verteile die Aufgaben einmal neu. Es gibt so viele Baustellen im Moment, da ist es nicht verkehrt, wenn alle Monster ein wenig bauen. Sehr schön. Ja, da, der Fernseher hat jetzt Strom. Jetzt müssten wir natürlich auch Verbrauch haben, nehme ich an. Es wurde nicht genug Werbung produziert. Verdammt nochmal. Er ist hier wieder ein bisschen am Haken. Irgendwie hakt das seit neuestem, seitdem die neuen Gegenstände im Spiel integriert wurden. Das ist komisch. Man versteht das eigentlich gar nicht. Aber okay, was will man machen?
Bysinium haben wir relativ viel. Das ist gut. Jawohl, die geheime Türe wird gebaut. Das funktioniert sehr gut. Die Stromkabel werden auch immer mehr gebaut. Das ist auch sehr gut. So, und als nächstes baust du bitte die Lampe. Nicht, dass irgendwelche unfertigen Gegenstände in den Opferräumen sind. Das ist nämlich nicht gut. Wir wissen ja, das mögen die nicht. Das heißt, wir müssen auch bald den Fernseher oben hinsetzen. Dann können wir den unten nämlich rausnehmen, den Fernseher. Sehr schön. Dann können wir unten nämlich quasi einen kleinen Empfangssaal bauen. Ja, das ist sehr gut. Das funktioniert. Jetzt, wo alle bauen, haben wir nicht so das Problem, dass irgendwelche kabellos rumliegen oder so. Das dürfte jetzt schnell fertig werden. Das ist gut. Wie viele Briefe haben wir denn? Ich verstehe gar nicht, dass wir doch. Wir haben 20 von 20. Sehr schön. Aber wir können mal gucken. Wir sollten vielleicht mal auf dauerhaft, wo haben wir das? Sollten wir mal 30 herstellen. So. Das ist nämlich besser, denke ich. Das dauert zwar dann beim ersten Mal etwas länger, aber ab da sind wir besser in einem Fluss. Damit die Briefe in Zukunft auch immer pünktlich rausgehen. Weil dann schreibt sie nämlich 30 Briefe und am nächsten Tag braucht sie nur noch 10 Briefe schreiben. Ich denke, das ist besser. Ja, sehr schön. Und dann lassen wir Joanne jetzt erst einmal den Fernseher bauen. Nicht genügend Ressourcen. Woran mangelt es für den Fernseher? Da müssen wir einmal schauen. Wir brauchen Elektro-Leiterplatten. Wo kriegen wir die denn her? Das ist aber komisch. Wo kriegen wir denn Leiterplatten her? Ah, guck mal an. Ein Radio. Das ist ja... das müsste eigentlich hier hin. Wenn ich das richtig sehe. Hier so. Ja, hier wäre perfekt. Ha, das ist natürlich nicht so schön. Vielleicht brauchen wir einfach mehr als eins auf lange Sicht. Wir können das auch hier hinsetzen, so. Und dann machen wir später auf der anderen Seite noch eins. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das Ding braucht doch bestimmt Strom, oder? Hier wird fleißig gebaut, das ist sehr schön. Ja, ich glaube, so langsam sind die Kabel fertig, oder? Mal beobachten. Bis hier oben haben wir schon Strom, das ist sehr gut. Oh, die Cinder ist wieder sauer. Aber sie repariert auch gleich, das ist gut. Jetzt, ja genau, jetzt bringt sie erst einmal die Post weg, das ist auch gut. Das ist nämlich wichtig. Da ist der Briefkasten voll und gesättigt. Haben wir noch Holz? Ja, Holz geht langsam zur Neige. Wo war denn die Spinne? Beim Douglas. Stopp, 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 stopp. Douglas kriegt richtig Schaden. Da brauchen wir ganz schnell Hilfe. Das hat jetzt Priorität und Douglas sollte vielleicht einmal ganz schnell versuchen zurückzukommen zu den anderen. So. Bis er Unterstützung hat. Diese Spinne ist ganz schön stark, die ihn da angreift. Kann das sein? Die jagt die weiter. Das ist gut. Da beschäftigt sie sich nicht mit ihm. Das hat was gebracht. Oh, der Douglas Baptist, der braucht dringend einen Heiltrank. Das war nochmal klapp. Das haben wir Gott sei Dank rechtzeitig mitbekommen. Wo sind denn unsere Köche? Oh, dieser Wald, der macht mich irre. Wir müssen diesen Wald entfernen, früher oder später. Da hilft nicht. Vermehrt er sich hier selber oder wie sieht das aus?
John ist wütend. Warum ist John wütend? Wo ist John denn überhaupt? Ist der im Haus? Der soll den mal fallen lassen. Den braucht der Douglas viel dringender gerade. So. Oh nein, ein Sturm zieht auf. Was für ein Gewitter. In etwa 4 Stunden werden wir von einem Sturm heimgesucht. John Scott ist aufgestiegen. Da müssen wir mal nachgucken. Und wütend ist er auch. Oh, wir brauchen dringend was zu essen. Das geht so nicht weiter. Oh, heilen klingt sehr gut. Das sollten wir vielleicht einmal machen. Und, ja, verärgerter Diener, das ist so ein Problem. Da wollen wir mal vorspulen. Your minion is vandalizing your mansion. Oh, no, no, no. John, mach das nicht. Das ist zu bereuen. Wenn du zu oft randalierst, dann werde ich dich den anderen zum Opfer vorwerfen. Wir können auch einen Psychopathen essen, wenn es sein muss. Einen Giftmischer meine ich. Ja, jetzt ist der Sturm, der zieht jetzt natürlich auf und da brennt es schon. Wer ist denn bei uns für die Feuerwehr zuständig? Das ist der John, der gerade wütend ist. Your minion is vandalizing. Wir können aber die Cinder auch noch Feuer löschen lassen. Das ist nämlich ganz wichtig. Cinder ist auch wütend. Könnt ihr mal bitte das Feuer löschen? Als erstes? Wieso löschen die nicht als erstes das Feuer? Das ist ja unlogisch. Und du könntest bitte hier das Feuer löschen. Da müssen wir echt, das gibt's doch gar nicht. Dann lassen wir den John mal nichts anderes machen. Die Opfer kommen! Oh, das ist sehr gut, da gibt es bald etwas zu essen. So, da müssen wir mal schauen. Alle Diener in Gefechtsbereitschaft, außer den John, der soll ja Feuer löschen. Und die Cinder gerade auch noch. Und dann werden wir den Janis hier hinsetzen, zusammen mit der Joanne. Und den Darnell setzen wir hier hin. Der Douglas, der holt sich als erstes einmal den Trank. Die beiden lassen wir noch löschen. So, da wird der Darnell jetzt erst einmal den Trank verwenden. Und darf dann das hier aufsuchen. Oh, einer unserer Diener ist abgehauen. Wer war's? Es war der John. Der John, der war so wütend. Und die Cinder ist auch weg, oder? Nein, Cinder ist noch da. Cinder bleibt tapfer. Aber ich glaube, die haut jetzt auch ab. Eieieiei. Da hat uns doch einfach der John verlassen. Dieser feige Hund, das wird er bereuen. Dann gehen wir gerade schnell in die Krypte. Und werden eine Stellenanzeige aufgeben. Wir können nur ein einfaches Monster. Was möchten wir denn dann haben? Ich fände es ja ganz gut, wenn wir... Ach, ein Frankenstein. Was essen die denn nochmal? Wir bräuchten eigentlich etwas, was... Wir könnten ein Skelett anheuern, tatsächlich. Oder wir sorgen dafür, dass wir wieder einen Dr. Frankenstein haben. Das ist auch sehr gut. Und ja, dann nehmen wir mal die einfache Variante. So, Cinder ist bereit. Dann geh doch mal hier hin. So, von wo kommen denn die Opfer? Da bin ich gespannt. Mit dem Blitzen, das ist natürlich nicht so gut, während wir angegriffen werden. So, wir zoomen mal raus. Victims are coming. Jetzt kommen die Victims. Kommen die jetzt? Wieso sind die denn jetzt schon geschockt? Das war, jetzt haben die schon angerufen. Wieso sind die hier unten im... Ach, da unten ist Blut. So. Ihr holt euch dieses Mädchen. Du holst dir den Typen. Du unterstützt ihn. Und du greifst den an.
Moment, du gehst jetzt hier rüber. Ihr zwei unterstützt da an der Tür. Du gehst hier rüber. Achso, ihr könnt jetzt alle hier angreifen. Jawohl. Das ging schnell und war effizient. So, ihr könnt alle wieder eure Tätigkeit nachgehen. Jetzt muss ich einmal gucken. Die Cinder muss putzen, ja. Das ist okay. Wir brauchen noch hier jemanden, der... Wir nehmen mal den Douglas. Cinder, kannst du mal einmal aufhören zum Putzen? Das ist gerade wichtiger. Das Feuer löschen. Ah ja, wer ist denn der Koch? Der Nanel. Das ist aber in Ordnung. Das heißt, es wird gekocht. Würdet ihr jetzt bitte erst einmal die Feuer löschen? Mein Gott, das geht ja richtig ab hier. Oh, oh, es breitet sich aus. Okay, wir müssen mal ganz schnell... Stopp. Wir müssen das Feuer im Griff kriegen. Ist noch irgendwo ein Feuer? Nein. Da müssen wir jetzt mal rauszoomen, sonst brennt uns hier die Hütte ab. Achso, okay, ey, rennt schon darüber, das ist gut. Jawohl, löschen! Schneller, wir machen... Oh mein Gott! Cinder, würdest du wohl mal aufhören hier zu... Verdammt nochmal, das kann doch nicht so schwer sein. Würdest du mal bitte erst die Feuer löschen? Nein, wir müssen alle auf Feuer löschen. Alles andere aus. Keiner baut. Alle dürfen jetzt Feuer löschen. Das ist jetzt ganz wichtig. Sonst brennt uns hier die Hütte ab. Komm. Jetzt löscht doch mal die Feuer da. Nicht nur doof rumstehen. So, jetzt... Das war knapp, verdammt. Da wäre uns beinahe die Bude abgebrannt. So, also Joanne darf wieder bauen. Janis darf wieder bauen. Daniel soll kochen. Der Douglas... Der, achso, warte mal. Moment, stopp. So. Meine Herren Länder, die Cinder, die darf wieder... putzen als allererstes und die drei dürfen bauen. Ist das so richtig? Nein, falsch. Er muss bauen. Der Daniel, der durfte Holz hacken. Aber da fehlt doch auch irgendwie einer. Da passt doch was nicht. Wir müssen das wieder von neu auf aufbauen auf jeden Fall hier. Einteilen, wer was macht. Und die Cinder, bevor die jetzt was anderes macht, die putzt erstmal hier unten das Blut. Das haben wir nämlich ganz übersehen. Verdammt nochmal. Hier ist alles voller Blut. Ist ja kein Wunder, dass sie sich erschrecken, bevor die reinkommen. Nee, du putzt jetzt erst hier. Jetzt muss ich mal gerade was gucken. Bereich. Putzbereich. Der wird auch gar nicht geputzt, der Bereich hier unten, ne? Das heißt, wir werden das hier mal so mit in den Bereich ziehen. Das muss ja auch geputzt werden, verdammt nochmal. Wo kommen wir denn da hin? So, bis hier hin. So. Jetzt sollte die doch da putzen, oder? Warte mal, ist Cinder, putz doch nochmal hier. Du warst doch noch gar nicht fertig. Jetzt brennt das schon wieder in der Hütte. Also diese Feuer, die sind ja mal echt nervig, ne? Douglas wird jetzt Brandbeauftragter. Würdest du hier bitte gerade schnell das Feuer löschen? Ist noch irgendwo ein Feuer, von dem ich nichts weiß? Oh, die Küche brennt! Oh Mann, was soll denn das? Ach Leute, das ist echt... Das mit dem Feuer, das ist echt doof. Also ganz ehrlich, das ist ein bisschen anstrengend gerade. Dieses Feuer löschen. Und dann werde ich jetzt den Besen hier rausnehmen erstmal. Und, hier genau dasselbe. Ich hoffe, wir schaffen das. Ja, sie löscht fleißig. Also werden wir jetzt warten, bis der Sturm vorbei ist, das geht so nicht. Wir brauchen auf jeden Fall die Brandbeauftragten im Moment. Die ganze Küche ist am Brennen. Guckt euch das mal an.
Das ist echt nicht wahr, ne? Leute, ganz ehrlich, also das ist ein bisschen doof gemacht. Hoffentlich überstehen wir diesen Brand. Guckt euch das mal an. Großbrand in der Küche. Und wir haben den Herd noch nicht mal benutzt. Das breitet sich so schnell aus, da kommst du gar nicht gegen an. Die zappeln und hüpfen und oh, jetzt ist schon wieder der Blitz eingeschlagen. Oh, Leute, echt wahr. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir brauchen einen Blitzableiter. Oh nein, oh nein. So, jetzt können wir aber bitte hoffentlich mal bauen. So, drei lasse ich jetzt mal damit beauftragt, dass die hier die Flammen löschen erst einmal, ne? Ja, komm, Cinder kann jetzt auch mal wieder fegen. Your minion is vandalizing your mansion. Und wieso ist der Danell am Produzieren? Der soll doch lieber kochen im Moment. So. Bitte einmal so. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Cinder füllt die Sachen auf. Da passt doch irgendwas nicht. Ja, oder lagert die gerade ein? Wir haben doch noch so einen guten Koch. Hier so. Erst einmal, damit die Lebensmittel nicht schlecht werden. Hier ist ja was los, verdammt nochmal. Mei, dieses Gewitter, ne? Ich hoffe, das ist bald vorbei. Das sorgt ja dafür, dass unsere Bude beinahe abgebrannt ist. Na gut, aber wie dem auch sei, jetzt ist schon wieder am Brennen, verdammt nochmal. Was soll denn das? Also ich finde, die Feuerproduktion sollte, das zum Beispiel, guckt euch das mal an, das dürfte gar nicht sein. Also normalerweise müsste das Feuer vor dem Putzen stehen. So, jetzt kann die Cinder wieder fegen. Nun gut, aber wie dem auch sei, wir haben das Feuer noch einmal abgewendet, Gott sei Dank, da haben wir echt Glück gehabt. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wir haben leider heute nicht ganz viel neue Sachen gemacht, aber wir haben viel Stromkabel hergestellt. Wir hatten einen Großbrand, wir hatten wieder Opfer. Also doch ein bisschen was passiert auf jeden Fall. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn wir an unserer Horrorvilla weiterbauen. Und ansonsten muss ich euch natürlich die Diener vorbeischicken. Ihr wisst das. Irgendwie mit den Batterien, das ist auch noch nicht so ganz. Aber wir warten mal ab, ob es das auflädt. Das werden wir demnächst sehen. Erst einmal muss dieser Sturm umgehen. Ja, jetzt geht das nämlich los. Wir sind hier gerade in so ein dummes Loch gefallen durch diese Sperre und alles. Und wird denn da mal gekocht? Ja, da wird wenigstens gekocht. Ich hoffe, wir können das jetzt wenden. Das wird in der nächsten Folge wieder einmal spannend. Schaltet auch nächstes Mal ein, wenn es hier wieder heißt: Wir bauen unsere Horrorvilla und willkommen bei Machiavellian. In diesem Sinne, immer schön dran denken. Spaß ist, was du draus machst.